Shiru. Sind Bienen. Entschuldigung, ich suche nach einem Mann namens Bayek. Ich bin hier, um dich in den Sinai zu bringen. Bayek, ich schreibe dir mit außerordentlicher Besorgnis. Der Sinai revoltiert gegen die römische Herrschaft. Bei einem Massaker wurden zwei Verborgene getötet. Ich allein bin verantwortlich, denn ich habe sie ausgebildet. Ich kann die Verborgenen kaum noch beisammen halten und bin jetzt mit dem Rebellenführer Gamilad verbündet. Ich brauche deinen weisen Rat, mein Freund. Komm bitte. In schwärzester Nacht schläft der Sinai, vom Leid erschöpft. Den Mund voller Asche weinen wir Tränen aus Blut. Wer erlöst uns von der Verzweiflung? Unser Held zieht mit dem Nebel lautlos in die See. Unbekannt, unsichtbar, immer unbarmherzig. Hör zu, ich erzähl dir von ihm, der Legende aus Siva, dem Schatten, der Bayek ist. Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Klingt nach einem echten Mann. Ich muss das Versteck finden. Von hoch oben muss es zu sehen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Ah.
Verborgene. Ich heiße Kashta. Welche Ehre, euch kennenzulernen, Mentor. Keine Formalitäten, Kashta. Wir sind beide Verborgene. Bayek, der Größte von allen. Ich kenne die Lieder. So viele Tote. Tahira. Ach, Bayek, den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener. Bei einem Massaker getötet. Man wird ihre als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilad, Anführer der aufständischen Nabatäer. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt. Ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat 3 Unterführer hier im Sinai. Diese 3 werden sterben. Fangen wir gleich an. Ich stehe in deiner Schuld. Wir tun dies für das Volk, Gamilad. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Wir haben Verborgene auf Rufios Leutnants angesetzt. Sie verraten dir alles, was du wissen musst.